Hallo, mein Name ist Denise Klassert. Ich bin promovierte Biologin und arbeite im Bereich Permanent-Make-up, medizinische Pigmentierung und Hautstraffung. Durch meine Arbeit in der Tumorforschung bin ich damals mit Brustkrebspatienten in Kontakt geraten. Und da ist mir die Problematik mit der Brustwarzenpigmentierung zum ersten Mal so gegenwärtig geworden, dass eigentlich so eine Brust nicht fertig ist, wenn die Frauen ihre OP überstanden haben und die ganze Krankheit eigentlich hinter sich gelassen haben. Und die Frauen fühlen sich eigentlich nicht vollkommen. Und das Wichtige an der ganzen Sache ist wirklich diese Pigmentierung von so einer Brustwarze. Und da habe ich eigentlich meine Leidenschaft mit der medizinischen Pigmentierung noch ein bisschen ausgebaut. Und seit 2015 mache ich das Ganze jetzt hauptberuflich. Ja, mir ist es besonders wichtig, dass meine Farben, mit denen ich arbeite, dass die aus Deutschland kommen. Die sind hier alle in Deutschland hergestellt. Ich habe für jede einzelne Farbe ein Farbzertifikat, wo ich weiß, was drin ist. Und alle Farben sind dem Tätowiermittelschutz unterlegen. Und ich kann mich darauf verlassen, dass die Farbe, die ich verwende, in der Haut keine Schäden verursacht. Und die sind alle untersucht im Labor, toxikologisch, allergologisch und dermatologisch. Das Beratungsgespräch ist bei mir immer an erster Stelle. Das findet immer vor jeder Behandlung statt. Und es ist sehr wichtig, weil ich verschiedene Grunderkrankungen wissen muss, welche Narben sind noch von OPs vorhanden. Ja, und was mich eigentlich auszeichnet, nicht nur im medizinischen Bereich, auch in dem Schönheitsbereich, Permanent-Make-up. Ich arbeite auf der Ebene der Natürlichkeit. Ich möchte immer alles so natürlich, ein natürliches Ergebnis erreichen, dass niemand auf den ersten Blick auffällt, dass man jetzt pigmentierte Augenbrauen hat oder eine Lippenpigmentierung hat oder eben eine tätowierte Brustwarze. Alle meine Ergebnisse möchte ich so natürlich wie möglich haben und auch die Kunden somit zufriedenstellen. Ich arbeite mit ganz feinen Nadeln, die die Farbe ganz sanft und in die Haut einbringen und ohne dass im Nachhinein Narben entstehen, so wie es bei Microblading oft der Fall ist. Gerade im Bereich der Augenbrauenpigmentierung kommt es darauf an, dass die sehr natürlich wirken. Und das erreicht man eigentlich hauptsächlich mit einer Härchenzeichnung. Und die Augenbrauen geben dem ganzen Gesicht den Rahmen und den Ausdruck. Und es ist wichtig, dass Augenbrauen zusammenpassen, aber nicht kopiert sind. Also ich zeichne auch alles per Hand an und gehe die anatomischen Gegebenheiten nach. Und deswegen erreicht man auch so ein natürliches Ergebnis. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne jederzeit bei mir melden, ob per E-Mail oder Anruf oder einfach einen Termin vereinbaren für ein Beratungsgespräch.